Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Wines Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Leuchtende Perle auf der Switch. Aktuell befinden wir uns auf der Route 214. Hier sehen wir uns nochmal eingeblendet und haben im letzten Video natürlich klar, man kennt es ja auch, hier ein paar wilde Pokémon angetroffen und natürlich jede Menge Trainer, die, wie man es eben kennt, mit uns ihre Kräfte messen wollen. Und wir machen auch einfach sofort an der Stelle weiter, würde ich sagen. Ohne jetzt noch irgendwie Zeit zu verlieren. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Ja, wie ich eben schon sagte, ne, wir werden auch hier alle Trainer natürlich einmal bekämpfen. Okay, Serena haben wir in der Form, glaube ich, auch noch. Was sag ich denn gerade? Regina ist ja ihr Name, ne? Das ist vollkommener Quatsch. Dummer Dame, klar. Alles gut. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich habe jetzt kein bisschen den Faden verloren. Ist auch nicht schlimm. Kämpfen erstmal. Ja, was ich sagen wollte, ist natürlich klar, hier auf der Route werden wir natürlich weiterhin gegen weitere Trainer kämpfen. Und ich würde auch sagen, dass wir natürlich gegen jeden, den wir hier antreffen, treten wir natürlich auch an, damit wir diese Route zumindest einmal komplett, wie soll ich sagen, gespielt haben. So. Und dann nehmen wir in dem Fall nochmal einen Donnerschock. Und dann beenden wir das Ganze auch. Das war alles nicht effektiv, aber in dem Fall ist unser Luxra vom Level her auch schon so hoch, dass wir da zumindest ein bisschen mehr Schaden anrichten können. So, Pinsir versucht Überwurf zu erlernen. Wir schauen auf jeden Fall mal rein. So, ist eine Kampfattacke. Anwender greift als letzter an. Hat dafür aber eine Treffergarantie beim eigenen Angriff. Aha. No. Ah. Die Frage, ob wir das hier mit einem Doppelschlag vielleicht mal austauschen. Ach komm, wir tauschen es mal. Ja, mit Pinsir hatten wir ja bislang auch noch nicht die Freude gehabt, ne? So. Wow, das kannte ich noch gar nicht. Ja, bei uns lernt man ziemlich viel hier. Wie ich eben schon sagte, das Pinsir hatten wir jetzt auch noch gar nicht bislang im Einsatz, ne? Also da müssen wir natürlich auch mal schauen, dass das irgendwann mal dann auch passiert. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du. So, Eckbert, dann zeig doch mal, was du kannst. Okay, Alpollo hätten wir prinzipiell auch am Start. So, Luxra ist immer noch total happy und glücklich. Legt zwischendrin noch so ein paar Freudesprünge mal ein. So, hier nehmen wir natürlich einmal die Unlichtattacke. Ja, obendrein möchte das Luxra auch nochmal gelobt werden. Und deswegen, allein deswegen, landet es einen Volltreffer. So, Kadabra. Ne, wir machen mal weiter hier. So. Auch hier versuchen das Ganze möglichst kurz zu halten. Obwohl das natürlich alles, sage ich mal, zum Spiel dazugehört. Ne? Man kennt das ja. Aber manchmal, da schlaucht das immer so ein bisschen, oder? Wer dich besiegen will, wird es nicht einfach haben. Ja, manchmal schlaucht das ein klein bisschen, ne? Wenn man diese Routen eigentlich total entspannt irgendwie durch und überqueren möchte. Wilde, oh. Wenn wir jetzt einen Georock einfach so mal mitten hier in der Wildnis. Brauchen wir uns aber nicht drum bemühen, weil
wir schon bereit ein Georock besitzen. Jetzt ist also die Frage, wollen wir flüchten? Wir flüchten einfach mal. Gehen hier nochmal weiter. Links ist auf jeden Fall noch ein Item. Da versuchen wir gleich mal ranzukommen. Ist hier irgendwas, was... Ah, das Luxor. Ah, das Luxor freut sich, an deiner Seite sein zu dürfen. Die Freude ist ganz unsererseits. Liebes Luxtra, du findest eine Großwurzel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gegen den da oben hatten wir doch vorhin schon gekämpft, oder? Vertue ich mich da? Wir gehen mal hoch, schauen zumindest mal nach. Unten ist ja noch ein Item. Weiß ich gar nicht mehr, gegen den hatten wir doch... Ach nee, da war da noch einer weiter oben. Habe ich das richtig? Egal. Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Naja. Wie stark dich das gemacht hat, werden wir ja jetzt herausfinden. Lieber Theodor. Ah, Herrn Schilterus. Der andere Ruinen-Maniac, der hat ja eben auch einen Cognodon gehabt. Da hatte ich es ja nochmal erwähnt. Das sind ja dann auch die versionsspezifischen oder editionsspezifischen Pokémons. Was einfach viel mehr heißt, dass es eben das eine Pokémon nur in der einen Version gibt und das andere eben in der anderen Version. Besser konnte ich es jetzt nicht erklären. Es tut mir leid. So. Dann setzen wir noch einmal hier Biss ein. Und dann war es das auch. Jetzt muss ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ob wir nicht mal das Luxra mal von der ersten Position mal wegnehmen. Weil das wird ja doch ein klein bisschen, ja, langweilig, hätte ich schon fast gesagt. Was für eine Enttäuschung. So, dann hätten wir ihn auch schon mal besiegt. Genau, hier oben ist nämlich der, den wir vorhin mal hatten. So, den hier unten hatten wir auch schon in einem Kampf besiegen können. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier hin, holen uns das Item. Werden vorher noch ein Pokémon entdecken. Boah, ich habe immer die Hoffnung, ey, ein schillerndes Ponyta, ne? Ey, wenn wir irgendwann mal ein schillerndes Ponyta holen, beziehungsweise treffen. Wir beenden das Spiel an der Stelle, weil was Cooleres, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Ich glaube, ich habe schon häufiger mal erwähnt, wie cool ich eigentlich das schillernde Ponyta finde mit dem blauen Feuer. Das hat schon Style. So, Top-Trank nehmen wir mit. Das ist die Frage, wir gehen nochmal hier so gegen ihn. Haben wir auch noch nicht, ja. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Trainern, die ich nicht besiegen kann. Das macht einen Sammler aus. Gut. Weiß nicht, ist das jetzt eher optimistisch oder pessimistisch, diese Einstellung? Ich weiß nicht, ist auch egal. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir seine Pokémon in der Luft vernichten werden. So, ist halt die Frage. Ja gut, ich könnte jetzt auf das Panpure, wir könnten, was können wir sonst noch machen? Das Hundemon hat aber keine Feuerattacke. Ja, könnten halt eigentlich nur auf das Panpyro halt übergehen, ne? Weil es eben Feuer-Attacken hat. Jetzt halt die Frage, ob es sich lohnt. Komm, wir wechseln einfach mal. Eigentlich will ich auch nicht das Panpyro, sage ich mal, einsetzen, weil es ist auch schon Level 34 und gefühlt unerreichbar. Im Gegensatz zu den anderen Pokémon, die wir natürlich noch im Team haben. Nun gut, sei es drum. Wir kämpfen erstmal mit Panpyro. Dann schauen wir einfach mal gleich, wen der Sammler denn noch ins Rennen schickt. Und danach handeln wir einfach mal. So, es kommt erneut ein Roselia. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Halten das Ganze dann doch recht kurz.
Pyro legt jetzt auch schon wieder Freudensprünge hin. Offensichtlich ist es Panpyro auch glücklich. Aber sind wir mal ehrlich, ne? Welches Pokémon ist bei uns nicht glücklich, oder? So gut wie wir uns um die kümmern. Das darf kein Pokémon-Tierschützer sehen, was wir hier machen. Dann ist hier schon Feierabend. Ich glaube, man könnte Pokémon noch besser behandeln, als wir das tun eigentlich. Wir haben ja schon gesehen, dass es ja diese, diesen Ort gibt, an dem man mit den Pokémons rumlaufen kann in der Open World. Also können wir ja hier auch, ne? Aber ich glaube, da kann man seine Bindung zu seinen Pokémons noch ein klein bisschen stärker machen. Oder besser. Auf deinen letzten Angriff kannst du stolz sein. Dieses Kompliment nehmen wir natürlich gerne an. Also jetzt müssen wir mal gucken, ist denn hier links jetzt noch irgendwas? Kann ja sein, dass hier unten... Na, okay, da ist nichts. Nun gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich frage mich, warum ist halt hier diese Öffnung? Also hier ist jetzt nichts. Wir drücken auf jeden Fall. Okay, Luxor. Ach, das freut sich so sehr. Es kommt ein Stück näher an uns herangerückt. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Glückliche Pokémon. Das schreiben wir uns auf die Fahne. So, das Girafarik haben wir auch schon mal gefangen. Daher will ich sagen, flüchten wir einfach hier. So, schnell weg. Oh, ist das ein Zirpeise, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade eben schon Zubiris gesagt haben. Ist ja Quatsch. Das ist was anderes. Das fing auf jeden Fall mit Z an. Aber ich frage mich gerade, das Zipurze haben wir ja auch noch nicht, ne? Wenn wir das jetzt fangen würden, hätten wir halt die Entwicklung auf einen Schlag. Aber wir bräuchten auch das Zipurze eigentlich vorher. Nun ja, sei es drum. Okay, jetzt habe ich gerade eben gesagt, dass ich gerne mal das Luxtra, ne? Hier mal tauschen möchte. Gegen wen tauschen wir das denn aus? Sollen wir mal das Pinsel nehmen? Wir nehmen mal das Pinsel. So, wir bewegen das Pokémon mal. Nee, Quatsch. Nicht da, sondern nach oben. So, gucken mal, ob wir denn... Ja, zweimal Gegengift. Nehmen wir das? Wir nehmen das mal. So. Dann hätten wir nämlich das auch behoben. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit dem Pinsir denn kommen. Weil hier müssten wir ja sehr wahrscheinlich nicht kämpfen, okay. Ah, okay, die versperren den Weg da, ne? Ist das richtig? Den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es auf der Welt noch solche bewundernswerten Menschen gibt. Ich glaube, der Mann hieß Cyrus Papyrus. Uns wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genaueres weiß ich nicht, aber es soll dazu dienen, den See zu schützen. Gut. Es also müssen wir auch später mal wiederkommen. Paraheiler nehmen wir mit. Ja, müssen also später mal wiederkommen. So, hier rechts war aber jetzt nichts, ne? Nee, alles klar. So, wer bist du und wie kann ich dir helfen? Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Und wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich bei der Rezeption war. Dann gucken wir mal. Wo ist denn? Ist das hier die Rezeption? Gucken wir gleich mal. Wir sprechen mal kurz mit ihm hier. Stopp. Ja, dich meine ich. In Sonnewick, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben. Aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Jetzt komme ich also nicht hier vorbei, oder wie ist das? Ah, okay, er lässt uns auf jeden Fall nicht durch. Jetzt nochmal stopp.
Ja, ist okay. Ja. Okay, sorry, sorry. Ich gehe ja schon. Haben wir eigentlich noch. Der zählt die Schritte noch mit hier, ne? Boah, 32.000. Das ist ja fast so viel, wie ich an einem halben Tag hinlege. Nicht. So, hier oben ist auch 100% die Rezeption, oder nicht, oder? Oh, Restaurant 7 Sterne, hallo. Das Zuhause des guten Geschmacks? Ja. Bei dem Spruch, also. Da können wir jetzt hier ganz dekadent dinieren. Ist da vorne rechts ein Typ in der Kamera? In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Speisen. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Merci. Wenn ich aber jetzt die Leute hier anspreche, die wollen doch nicht ernsthaft im Restaurant hier kämpfen. Also, nicht, dass wir uns wundern. Wir hätten auch schon auf dem Friedhof kämpfen müssen. Da ist ja das Restaurant ja nichts dagegen. So, wir sprechen mal mit ihr hier. Die scheint hier irgendwie ganz bekannt zu sein. So hoffe ich zumindest, weil der Typ gegenüber hat eine Kamera in der Hand. Ich weiß nicht. Ist das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Insta-Stories oder so? Das Getränk des Tages ist heute ein frisch gepresster Saft aus reifen Pilsifbeeren. Heute Morgen erst gepflückt? Wie bitte? Ein Pokémon-Kampf? Also gut, aber es muss schnell gehen. Wir nehmen gleich auf. Bist du bereit? Wenn es sein muss. Aber auch nur, wenn es ordentlich Geld bringt. Das war schön. Nicht nur ich nehme das mit der Kamera auf, was wir hier verzapfen, auch der Typ mit der Kamera da vorne. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das Pinsir erstmalig hier am Start. Ich will natürlich hoffen, dass er jetzt mal hier für klare Verhältnisse sorgt. So, was machen wir denn? Gucken mal eben Käferbiss. Anwender weiß das Ziel. Trägt dieses eine Beere. Ist der Anwender sie oder erhält ihren Effekt? Ah, interessant. So, voller Wucht. Okay, komm, machen wir das mal. Wir nehmen zuerst. Nehmen wir mal das Luxio. So, Panpyro wartet auf unsere Anweisungen. Dann nehmen wir hier mal auf Kramurks. So, Angriff steigt. Zack, bumm. Ah, ein Volltreffer. Sehr gut, Pinsir. Auf dich kann man sich verlassen. So, setzt Erstauner ein. Wir machen auch mal einen auf Erstaunt. Ah, Pikachu ist auch noch am Start. Ich würde gerne nochmal den Bergsturm und dann aufs Pikachu, ne? So, das Panpyro kann gerne mal das Flammenrad auf das Kramurks anwenden. So, damit ist nämlich das Kramurks auch Geschichte. Und jetzt haut unser Pinsir dem Pikachu noch eins auf die Nase. Und dann war es das auch. Noch ein Volltreffer. Was ist denn los mit dem? Der ist ja richtig on fire hier, unser Pinsir. Der hat ja richtig Bock. Was ich jetzt das ist, ne, dass er uns sagen möchte, dass wir ihn zu lange im Pokéball behalten haben. Das war eine beachtliche Vorführung. Ich hätte damit rechnen sollen. Ja. Meinst du, wir sollten das noch ein weiteres Mal probieren? Was? Was? Das Getränk des Tages ist so, ja, was? Okay, ja. Okay, alles klar. Ja, ihr sagt nicht, ich kann aber jetzt nicht gegen jeden hier kämpfen, oder? Auf unsere Gesundheit und auf feine Speisen. Prost! Ein Trinkspruch vor dem Essen regt den Appetit an, finde ich. Aber das wolltest du vermutlich gar nicht wissen. Du möchtest doch sicher kämpfen, oder? Wir jetzt wirklich gegen alle kämpfen wollen? Ich weiß noch nicht. Ich will hier ein bisschen was erfahren. Also, was gibt's denn hier zu essen? Wirklich?
ist hier der Küchenchef? Das ist ja wundervoll. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber meinem Vater gehören das Hotel und das Restaurant. Oh. Doch, davon abgesehen, möchtest du kämpfen? Nein. Jetzt nicht. So, mein Vater ist übrigens Chef. Der Chefkoch hier, ja, habe ich auch schon mitbekommen. Was ist? Du willst einen Kampf? Muhahaha. Meinst du wirklich, du könntest mich besiegen? Ja, das weiß ich, aber ich habe jetzt halt wenig Bock dazu. Sorry. Justus, ich denke, du bist vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Ja, doch, bestimmt das Portemonnaie komplett voll, der Justus. Das kann ich euch sagen. Ich werde auf der Seite meiner Verabredung kämpfen. Das wird interessant. Wir werden einen hinreißenden Kampf liefern. Bist du dabei? Nee. Aber später mal. Wir kommen später auf jeden Fall mal wieder, dann machen wir die alle. Ja. Ein Hoch auf Mama. Möge es hier immer gut gehen. Das sage ich sowieso immer. Ja? Auch an euch da draußen. Meine Frau ist im Krankenhaus, da sie bald unser Baby zur Welt bringen wird. Aha. Meiner Tochter schmeckt nicht, was ich auf den Tisch zaubere. Also sind wir beide hergekommen, ja? Wer weiß, wie das funktioniert. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, bis das Essen serviert wird? Ja. Ich habe eine bessere Idee. Esst vorher erstmal ordentlich und danach kriegt ihr eine auf die Mütze von mir. Das ist vollkommen in Ordnung. So, das hatten wir auch schon mal mit ihm besprochen. Dass es natürlich hier in diesem Hause nur vorzügliche Speise zu delieren gibt. So, gehen wir jetzt hier in die einzelnen Hütten rein. Geht das? Ja, das geht. Auf jeden Fall mal in der Hotelrezeption, ob wir den Schlüssel von dem einen Mädel noch finden. So, du hast eine Gitarre am Start. Die finde ich prinzipiell schon mal sympathisch, wenn ich das sagen kann. Ich bin eine einfache Seele und lasse meine Gitarre für mich sprechen. Meine Musik und meine Pokémon sind alles, was ich brauche. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Ja, könnte ein bisschen unhandlich werden mit der Zeit, aber ist okay. Wir sind reisende Straßenkünstler und da wir uns jetzt kennengelernt haben, kannst du die hier haben. So einfach geht das. Einfach irgendwelche wildfremden Menschen ansprechen und zack, hier, nimm das. Nimm das. Seid glücklich. Bizarro-Raum ist eine verrückte Attacke, mit der die Zeit verzerrt wird. Okay. Nicht nur eine verrückte Attacke, hat auch einen verrückten Namen. Aber gut. Setzen Pokémon sie ein, können langsamere Pokémon für eine Weile zuerst angreifen. Es liegt an jedem Trainer selbst herauszufinden, wie man so eine bizarre Attacke seinen Vorteil nutzen kann. Ja. Vielen Dank dafür. Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Ich sehe nichts Gutes. Eine magische Begegnung steht bevor. Ich kann nicht erkennen, ob sich das auf ein Pokémon oder einen Trainer bezieht. Gut, dass wir dafür kein Geld bezahlt haben. So, gehen wir hier in die Hütte. Guten Tag, der Wetterherr. Wir möchten ungern stören. Wir sind der Zimmerservice. Du bist also auch auf Reisen? Es ist schön, die Welt zu sehen, nicht wahr? Ist dir das Raumfahrtzentrum aus der UN-Region ein Begriff? Eine Rakete, die ins All geschossen wird. Eines Tages muss ich das mit eigenen Augen sehen. Der Abfalleimer ist leer. So, können wir hier... Ah, da geht's auch runter, alles klar. Ja, das sieht doch für mich nach einer Rezeption aus, oder? Wir sprechen erstmal mit ihr hier. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem ein edler Ritter aus seinem Pokémon her galoppiert und mich für die Flittermocken hier entführt. Oh, guck mich nicht so komisch an. Ich bin's nicht. Willkommen, möchten Sie hier übernachten? Es tut mir außerordentlich leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich jedoch hier gerne für eine Weile ausruhen. Das nehme ich auch gerne. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte wehren Sie uns bald wieder. Ja, nichts lieber als das. Wir gehen hier nochmal zurück, weil wir hier oben ja noch irgendwie... Hier konnten wir gar nicht runter. Okay, alles gut. Ich habe nichts gesagt, aber hier konnten wir hoch. Nein, es gibt noch einen Pool. Ey, übertreibt. Und das Barmelin ist hier quasi, Bademeister. Verstehe ich das richtig? Das Bojelin sogar. Ist ja gar kein Barmelin mehr. Ah, krass. Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist. Okay. Sorry. Vergiss mich bis dahin bitte nicht. Okay, müssen wir uns merken. Das wird ja irgendwas, bedeuten. Wenn er mit uns so spricht.
So, Flächen-AP plus. Achso, mir fällt gerade ein, wir wollten in der Rezeption am Schlüssel geschaut haben. Hm, das müssen wir noch machen. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Denn das Meerwasser schmeckt so salzig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Mit dir möchte ich nicht tauschen. Ah, da ist ein Gengar am Start. Kommst du direkt mit mir, oder? Gengar. Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Ja, also... mir geht's nicht anders, mein Freund. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinen Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. So, wer bist du hier? Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deinen Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Oh. Ich wittere schon heute, Leute. Das kenne ich aber auch zumindest aus dem allerersten Pokémon, ne? Dass man eine gewisse Anzahl an Pokémon im Pokédex haben muss und irgendwelche wildfremden Leute haben uns dafür irgendwas ergeben. Oder war es Professor Eich sogar? Ich weiß es nicht mehr. So, nochmal. In die Rezeption. Und jetzt schauen wir nochmal nach dem Schlüssel. Vielleicht ist ja hier ein Mülleimer oder so. Ja, okay, ich weiß, ihr habt keine Zimmer. Okay. Dann ruhen wir uns nochmal aus. Okay. Jetzt aber mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen Schlüssel... Also wir können ja einfach mal schauen. Vielleicht ist er hier irgendwie in die Pflanze gefallen. Oder hier im Schrank. Scheinbar nicht. Naja, sei es drum. Dann gehen wir einfach mal hier weiter durch, weil jetzt da oben müssten wir nichts weiteres haben. So, Purpurstück haben wir gefunden. Alles klar. So. Sprechen mal mit ihr. Ganz ruhig stehe ich hier vor dem endlos weiten Meer und schaue dem Treiben zu. Einem Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu als das kühle Nass. So, das ist jetzt die Schalelos, ne? Ja, das haben wir ja auch schon, wenn ich mich nicht täusche. Aha, schaut mal hier. Ja, leider können wir noch nicht schwimmen, weil wir keinen Surfer haben. Bislang. Ist mein Schwimmreifen nicht schön? Hör mal, der ist blau, also... coolen Schwimmreifen kann man ja gar nicht haben. Dafür nicht den Namen. Ich hatte eben schon Rainer gelesen, aber das ist ja dann Rainier. Ist das ein klein wenig französisch? Ich weiß es nicht. Ist auch vollkommen egal. So, Werksturm setzen wir mal ein. Moment mal, ist die Attacke immer ein Volltreffer oder... Das will ich gerade nochmal rausfinden. Weil es steht ja im Text. Aber ich habe damit verstanden, dass dieser nie daneben gehen kann. So habe ich es zumindest irgendwie. Die Volltreffergarantie. Es ist halt wirklich, ne? Steht ja da. Ah, dann. Hier, mach das mal klar. Zack, ein Volltreffer. So. Dann. Was, ein Volltreffer? Oh, Käse. Konnte mich nicht so gut bewegen. Mein Schwimmreifen war im Weg. Ja. Deswegen habe ich meins auch gerade kurz vorher abgelegt. Kann ich immer nur empfehlen. Denn wie eine alte Pokémon-Weisheit sagt, mit Schwimmreifen lässt es sich nicht gut kämpfen. Falls ihr nicht gehört habt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich kann auch kämpfen.
Ich habe einen Tipp für dich. Leg den Schwimmreifen ab. Ich wollte gerade sagen. Jetzt hat sie ihn wieder übergezogen. Jetzt kommen jetzt gleich nicht mit der langweiligen Ausrede, dass der Schwimmreifen dazu beigetragen hat, dass du diesen Kampf nicht gewonnen hast. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht bei euch irgendwie erkenntlich ist, aber ich habe auf jeden Fall hier mein Spaß. Also ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Ich habe verloren und jetzt bin ich auch noch hungrig. Und viel wichtiger die Frage, wann kommen wir denn an? Wobei, sind ja schon hier, ne, am Strand. Was will man eigentlich mehr, oder? Was will man eigentlich mehr? Oh. Ich hab's gerade gesagt, Leute, ne? Ihr werdet hier jetzt nur noch von mir so richtig schlechte Sprüche reinbekommen. Ich bin da jetzt rigoros drin. Ich nehme da auch keine Rücksicht auf Verluste oder ähnliches. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Es gibt ja ein extravagantes Restaurant in einem extravaganten Hotel. Dieses extravagante Restaurant besuchen viele extravagante Leute, die gegen andere extravagante Leute kämpfen wollen. Ja. Hab ich gerade gemerkt, ey. War ich schon da? Ah, ich hatte den Fisch schon fast eingeholt. Oh, jetzt. Ich glaube, jetzt ist er böse. Der Olaf. So. Und eben schon gesagt haben, also nicht, wenn wir ihn jetzt irgendwie das Carpador verschreckt haben, was er eben an der Leine bzw. an der Angel irgendwie hatte. Aber um ehrlich zu sein, wäre ich froh, wenn ich überhaupt mal einen Carpador bekommen würde. Sind wir mal ehrlich, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Ah, sehr gut, sehr gut. Damit kann ich mal arbeiten. Ich habe schon mal gesagt, also ein Garados, das ist natürlich auch noch so mit einer meiner Favoriten. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich den in Pokémon Schild als schillerndes, beziehungsweise eine schillernden Variante hatte? Die Leute, die sich auskennen, die wissen ja natürlich, dass das Garados dann nicht blau, sondern rot ist. Das sieht auch schon ziemlich cool aus. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das damals in dieser Arena, also in dieser XXL, ich komme schon gar nicht mal, die Namen sind mir eh, die gehen bei mir immer so schnell verloren, beziehungsweise an diesen Stellen, an denen die Pokémon schon mal in der Naturzone dann quasi erscheinen, wo man mit drei anderen Personen, entweder offline, also quasi NPCs, oder online mit anderen echten Spielern dieses Pokémon quasi bekämpft. Und ja, da hatte ich dann wirklich mal das Glück gehabt, ein schillerndes Garados dabei zu bekommen. Beziehungsweise es war so, glaube ich, sogar kein Garados in dem Sinne entwickelt, sondern es war ein Carpador tatsächlich, das ich da bekomme. Das war natürlich dann auch shiny und ja, bei der Entwicklung ist es dann eben nicht blau, sondern dann rot. Das schillernde Carpador ist, glaube ich, auch wieder nur so ganz typisch etwas blasser als das normale, was man eben kennt. Ich sag ja immer so ganz läppsch, von wegen so, ja, hat ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen, das Ganze. Wie man das von irgendwelchen Gegenständen kennt, die irgendwie mal so einen Sommer lang auf dem Balkon irgendwie liegen oder auf der Terrasse oder was weiß ich nicht. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später verblasst das Ganze irgendwie. Das sieht für mich immer ähnlich aus. So, genug gequatscht. Wir dürfen eine neue Attacke anlernen, wenn wir das wollen. Das Ziel sieht eine Illusion, riecht schadgemäß dem Level des Anwenders an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollen wir das jetzt hier irgendwie austauschen? Ich
weiß es nicht. Ich will die Hypnose eigentlich behalten, ne? Ich möchte immer noch die Gelegenheit haben, eben Pokémon ja einzuschlafen oder einzuschläfern. Hey, komm, wir lassen es mal. So, Remoraid bekommen wir als nächstes. Das ist mir auch noch bekannt. Ich würde aber behaupten, dass das ja die Form eines klassischen Fisches hat. Wenn man das irgendwie wenn es so sehen möchte oder kann, keine Ahnung. Ja, aber auch hier natürlich mit unserer Elektroattacke hat selbst das Remoraid auch nicht viel zu melden. Nun gut, haben wir Olaf besiegt. Du solltest vor einem Erwachsenen mehr Respekt haben. Da ist was dran an der Aussage, aber... So, jetzt gucken wir, was haben wir denn hier in der Hütte? Aus von Dr. Schrittritt. Fußabdrücke sagen alles. Mhm. Gehen wir doch mal da rein. Schönen guten Tag, sind Sie... Dr. Professor Schrittritt, oder... Wenn ich die Fußspuren eines Pokémon sehe, kann ich sofort erkennen, was es gerade denkt. Okay, das ist was Neues für mich jetzt. Oh, glaubst du etwa nicht? Nun, dann lass deinen Pinsel doch mal von mir herlaufen. Anhand seiner Fußspur werde ich ermitteln, was es von dir hält. Und, was sagst du? Warum setzt Jupp immer nur andere Pokémon... Ja, damit hätte ich eigentlich auch rechnen können, ne? Ja, warum setzt Jupp immer nur andere Pokémon ein und nie mich? Hätte ich denn nicht gebraucht? Vielleicht wäre ich als wildes Pokémon besser dran. Nein, ey, sag doch nicht sowas. Nein, ich sollte diesem Trainer auch weiterhin die Chance geben. Danke, Pinsir. Was geht im Kopf von Pinsir vor? Ist ja nicht so, dass ich es auch irgendwie vor einer Weile ja auch den gleichen Gedanken gehabt habe und deswegen mir auch das Pinsir auch an erste Stelle gesetzt haben, nicht? Daher. Das Pinsir wird sehr wahrscheinlich auch schon irgendwann bald hoffentlich seine Meinung dazu ändern. Und dann wollen wir natürlich auch hoffen, dass das ein sehr glückliches Pokémon wird. Ja? Weil was anderes möchten wir an der Stelle natürlich auch nicht. So, TM40 Aeroass. Sehr schön. So, ich habe keine Ahnung, wo wir uns jetzt hier befinden. Wir können vielleicht mal die Karte zur Hilfe holen. Aha, wir sind also wohl kurz vor Weideburg. Okay, okay, okay. Wir können natürlich nochmal hier unten die zwei ansprechen. Beziehungsweise, ich glaube, hier die junge Dame. Die möchte wahrscheinlich gegen uns kämpfen. Und hier der Kollege rechts auch. Da werden wir auf jeden Fall nochmal nachschauen. Würde aber auch sagen, dass wir hier auch nochmal ein Päuschen einlegen. Das heißt, ja, im nächsten Video geht es hier an der Stelle weiter. Wir schauen nochmal an, ob die zwei anderen, die da unten jetzt stehen, ob die wirklich gegen uns kämpfen wollen. Und ja, denke auch mal, dass wir da wahrscheinlich weniger Probleme mit denen haben werden. Und, ich habe es ja eben schon mal kurz hier aufgerufen, wir sind kurz vor Weideburg. Das heißt, wir werden also dann auch sehr wahrscheinlich im nächsten Video auch dort ankommen. Und werden einfach mal schauen, wie dort die Lage auch ist. Ja? Ob wir auch jetzt dann bald auch schon den nächsten Arena-Leiter dort irgendwie antreffen werden. Oder ob wieder irgendwas ja, dazwischen kommt. Ist ja nicht auszuschließen, kennt man ja. Ne? Daher, wie gesagt, das Ganze im nächsten Video. Wenn euch das Video hier zumindest irgendwie gefallen haben solltet, ja, und ihr euch amüsiert habt, ja, bei den ganzen Wortspielen, die ich jetzt in dieser Folge gebracht habe, kann ich es mir eigentlich nicht denken, so schlecht wie die waren. Sollte es trotzdem irgendwie geben, die da irgendwie Spaß dran hatte, drückt doch mal bitte den Gefällt mir-Button, weil ich zumindest einfach mal sehe, dass das irgendwie irgendwem mehr gefällt da draußen, ja, mit dem, was ich hier irgendwie mache und erzähle. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt. Abonniert gerne den Kanal auch. Das war's, wie gesagt, von mir erstmal soweit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.